Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es mal um was ganz anderes in diesem Video. Ich habe mich mit mehreren lieben YouTube-Kolleginnen zusammengetan. Wir machen ein Mix-It-Trash-Paket. Und zwar sind wir 8 Teilnehmer. Nicht wundern, ich habe mir mehr ein paar Stichpunkte gemacht. Wir sind 8 Teilnehmer. Die Reihenfolge der Teilnehmer wurde von der lieben Irene ausgelost, wo das Trash-Paket zuerst hingeht. Ich bin die Erste, die ein Trash-Paket zu der lieben Nina losschickt. Und zwar besteht das Trash-Paket daraus, dass da 15 Produkte drin sind, die sozusagen Trash sind, die wir halt nicht mehr verwenden werden oder nicht mögen, die vielleicht andere mögen und so weiter. Dieses Trash-Paket besteht aus 15 Teilen. Davon sind 5 Lebensmittel, 5 Beauty-Sachen und 5 Deko-Sachen. Wenn jemand nicht so viel hat, zum Beispiel Deko-Sachen 5 Stück oder so, habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dann lieber von der anderen Kategorie mehr reintun. Ich sag mal euch die ganzen Teilnehmerinnen. Also wie die bei YouTube heißen, ich verlinke euch alle unten. Ich verlinke euch auch nochmal oder schreibe euch unten rein, welche Reihenfolge. Ich sage euch die natürlich auch, aber dass ihr danach vollziehen könnt. Und die folgenden Teilnehmer sind also einmal ich. Ich fange an, ich packe 15 Sachen in das Paket. Dann sage ich jetzt erstmal die Teilnehmer. Das ist die Lydia von Make-up Mieze. Die Sophie von Mrs. Muffin Make-up. Dann ist es Tanja von Tanjas Colorful World. Steffi von Schminky Eyes. Mirka von Mirka ist Tee. Nina von Ninas Beauty Welt. Und Irene von Irenes Boxenwelt. Jeder dreht darüber dann ein Video, was alles so in dem Paket drin ist, was man sich denn herausnimmt, beziehungsweise man kann sich ja Dinge raussuchen, was man davon behalten möchte. Man sollte dann genau diese Anzahl an Produkte wieder reintun, beziehungsweise auch so den gleichen Wert, dass es ja gerecht ist. Und dann geht's weiter. Also immer, dass 15 Produkte drin sind sozusagen. Und dann geht das Paket weiter auf die Reise, also komplett eigentlich quer durch Deutschland sozusagen machen wir das Trash-Paket. Und ich bin ja zuerst dran, dann geht es zur Nina, dann zu Tanja, Lydia, Steffi, Mirka, Irene, Sophie. Und dann bin ich wieder dran, also ich schicke es zu Nina, Nina schickt es dann zu Tanja und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich schreibe euch das unten rein. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Nein. Ich zeige euch natürlich mal die Produkte, die ich jetzt, also nicht alle natürlich, aber aus jeder Kategorie zeige ich euch jetzt mal einen Teil, dass ihr euch das vorstellen könnt. Also zum Beispiel von Lebensmitteln tue ich jetzt hier diese Probepackung von Kaffee rein, weil wir es einfach nicht verwenden. Vollmundig mit Noten von dunklen Beeren. Mein Freund mag eher normalen Kaffee, deswegen schicke ich das jetzt weiter, ehe es dann irgendwie verfällt oder so. Genau. Dann von Dekoartikel habe ich hier jetzt zum Beispiel so ein Potpourri, heißt das glaube ich. von Ikea war das mal gewesen. Habe ich mir irgendwann mal gekauft, benutze ich aber nicht, deswegen kommt das dann weiter. Dass es halt nicht so zu Hause rumliegt. Und als Beauty-Artikel habe ich jetzt hier so eine Peeling-Handschuhe mit reingetan von The Body Shop. Die hatte ich mal im Body Shop Adventskalender, benutze ich auch nicht. Deswegen, ich muss mal auch ein bisschen Platz schaffen sozusagen für meine Produkte, die ich halt gerne verwende. Und ich habe auch etliches noch da, was ich halt gar nicht verwende. Deswegen ist es ja ein Trash-Paket. Ich sozusagen wurde als erstes ausgelost, deswegen habe ich die Anzahl von 15 Produkten und die nächste, Nina zum Beispiel, nimmt sich jetzt, keine Ahnung, 3 Produkte raus oder so und tut auch wieder 3 Produkte rein. Sie tut jetzt nicht 15 neue Produkte rein, weil das Paket würde riesengroß werden und wir müssen ja auch immer bedenken, wir verschicken das ja per Post oder Hermes oder wie auch immer. Und das wird riesengroß und die Versandkosten, das würde den Rahmen sprengen.
Und wir versuchen auch, eventuell ist jetzt noch so die, steht die Frage im Raum, dass wir jetzt mittwochs und sonntags das Video drehen dann. Also ich schicke das jetzt los. Also das Video kommt jetzt zum Beispiel, also mein Video kommt jetzt Mittwoch online und zum Sonntag eventuell das von Nina, aber das entscheidet sich noch und dann geht es so weiter. Da müsste ja Nina zum Beispiel Samstag das Paket spätestens zur Post bringen, dass Tanja das am Mittwoch, also bis Mittwoch dann schafft zu drehen und so weiter und so fort. Da sind wir noch ein bisschen am Austüfteln, weil das auch vom Postweg her sehr, sehr kurz ist, beziehungsweise sehr, sehr schwierig werden kann, ob wir das denn halt alles so schaffen, weil die Post dauert ja manchmal ein paar Tage länger und nicht, dass es so knapp wird und wir wollen ja denjenigen, der das Paket hat oder bekommt, auch ein paar Tage geben, um es zu drehen. Ansonsten ist man ein bisschen unter Druck und es soll Spaß dabei machen und deswegen sind wir da noch ein bisschen am Austüfteln. Genau, wie gesagt, ich verlinke euch alle unten, das sind ganz, ganz liebe Mädels. Ihr könnt ja da gerne mal vorbeischauen, die machen auch ganz, ganz viele andere Videos und ja, ich hoffe, euch gefällt diese Reihe. Ich bin schon gespannt drauf, wenn mein Paket dann ankommt, das werde ich natürlich abdrehen. Ich bin am 7.7. dran, ja 7. Juli genau, würde mein Paket, wenn wir das jetzt mit Mittwoch, Sonntag so weiter behalten, online gehen, wo ich mir dann was raussuche. Also wie ihr seht, hat es eine lange Reise hinter sich dann und ja, bin schon gespannt drauf. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis es dann ankommt, aber so ein Monat ist halt nichts, ne? Aber gut. Genau, mal gucken, was dann auch von meinen Produkten, die ich reingetan habe, noch denn da ist. Ja, ich bin schon gespannt drauf. Ich freue mich auf jeden Fall, dass man auch so ein bisschen Kontakt zu anderen YouTubern hat dadurch. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!